So, da sind wir wieder. Und erstmal muss ich einem gratulieren, nämlich schon wieder dem Marcel Schießwald. Du hast ja jetzt schon das zweite Mal den Code geknackt. Erstmal Glückwunsch an der Stelle und irgendwas macht er wohl anders da als ihr. Weil, wie gesagt, er hat jetzt schon das zweite Mal hintereinander den Code geknackt. Er löst den Code halt immer bei Bet at Home ein. Sorry, wenn ich das jetzt gesagt habe, aber anscheinend geht es da am schnellsten, sage ich jetzt mal mit dem Ausprobieren. Oder du probierst es halt doch bei PaySafe selber aus, aber irgendwie hast du wohl einen guten Weg gefunden, den Code ziemlich schnell zu knacken. Weil diesmal war es auch nur ein Tag, obwohl es diesmal nur die letzten drei Ziffern waren. Ich muss mir, glaube ich, echt überlegen, ob ich dich nicht mal ausschließen soll, aber nee, Quatsch. Also, wie gesagt, unten steht jetzt wieder ein neuer Code. Die erste Zahl habe ich schon bekannt gegeben. Ihr seht ja, wir haben jetzt schon 562 Abonnenten. Also, Abonnenten kommen gut dazu. Erstmal Gruß an alle Neuen. Und dann an die komplett Neuen, die jetzt das erste Mal hier das Video sehen. Ihr könnt unten halt den 10-Euro-Code geknacken. Im Prinzip wurde er jetzt schon viermal geknackt: zweimal von Marcel, einmal vom Jan C. und einmal Use Creator Code Pelli-FN. Von dem habe ich aber, glaube ich, nie wieder was gehört. Aber das war ja auch ganz am Anfang. So, wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Da ist ein extra Video, wo ich das einmal nochmal komplett erkläre. Kurzfassung ist: Es geht um 10 Euro, bedeutet, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Heißt, die nächste Zahl wird bei 370 Abonnenten kommen. So, das war es erstmal dazu. Wie gesagt, nochmal Glückwunsch von meiner Seite aus. Für alle die, die meinen, es wäre fake, dann lasst es. Der Marcel wird sich freuen. So, gehen wir mal direkt rein in den Item Shop. Oh, hat schon ein bisschen was getan. Ich glaube, die, ne, die kam gestern nicht. So, gehen wir mal direkt wieder. Und wieder da. Bunny Moon. Ich finde sie trotzdem nicht schön. Ich finde das keinen schönen Skin. Ich weiß nicht, die wirkt so moppelig, das Gesicht. Aber wir sehen wieder, linkes Bein. Schienbeinschoner. Linkes Bein. Knieschoner. Und Stiefel. Es wiederholt sich also doch. So, dann haben wir aber, jetzt kommen wir zum schönen Skin. Das ist er nicht. Da, der Finsterbomber. Das ist natürlich wieder ein Skin, der wieder ein bisschen besser aussieht. Ja, ich feiere. Also ganz ehrlich, das ist halt ein Skin, der gefällt mir halt wirklich. Manchmal glaube ich echt, ich bin so ein halber Satansanbeter. Aber so Skins gefallen mir in der Regel halt einfach besser. Besser als so normale Hautfarbe und. Aber wieder linkes Bein, Schienbeinschoner und Knieschoner. So, passende Rückenaccessoire mit Würfel. Ich weiß gar nicht, gab es doch den Würfel, hatte ich schon vorher gehabt. So, dann haben wir noch Donnerross. Und der hört sich eigentlich nice an. Ist halt mal ein komplett anderer Ton. Aber für 1200 V-Bucks in meinen Augen überteuert. Auch wenn er reaktiv ist, aber überteuert. Dann noch der passende Gleiter dazu. Hatte ich nicht selber auch mal so einen? Ich meine, ja, nicht ganz, aber so einen ähnlichen hatte ich definitiv. Aber ich weiß nicht aus welcher Season. So, dann haben wir da, was haben wir hier? Oh, mein Chor ist wieder da. Mit den passenden Flügeln. So ein Skin hat halt auch irgendwie was. Und mal diesmal zwei Schienbeinschoner schon an. So, was haben wir noch? Böser Blick. Ja, kaum ist der Ton besser, ist direkt der Preis auch besser. Kappa. Dann haben wir die Sakria. Nicht zu verwechseln mit Sangria. Aber die meisten wissen wahrscheinlich noch nicht mal, was Sangria ist. Ja, ist halt so ein kleiner Gottesanbeter. Davon gibt es ja, glaube ich, noch eine männliche Variante. Aber der Heiligenschein sieht schon ein bisschen komisch aus. Oder soll es eine Krone sein? Sieht irgendwie falsch rum aus. So, dazu der passende Waffenskin. Ja, der ist wieder nice. Also der ist ganz okay. So, und die passende Spitzhacke. Ja, seht ihr? 400 V-Bucks weniger. Ton direkt ganz anders.
So, dann immer noch die Schattenagentin. Zur Zeit haben wir es echt mit Agenten. Ja, halt 0815 Skin. Dann Emote wackeln. Ich kann ihn nicht mehr hören. In jeder Lobby, wo man reinkommt, hört man den. Dann haben wir Daumen runter. Gab es damals bei WWE. Dann haben wir die Punktetafel. Ah, die Punktetafel ist schon geil, weil die halt immer eine andere Zahl anzeigt. Ich weiß, sind zwar nur 200 V-Bucks, aber obwohl die eigentlich bringt sie nichts, aber vielleicht noch mal später irgendwann. Ich bin gerade überlegen, weil wisst ihr, wenn ich irgendwie mal was verlose und dann schreibt man eine Zahl rein. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt mal nichts. So, dann haben wir noch die Dominatoren. Warum die den Namen hat, weiß man auch nicht. Vor allem dieses Domina in dem Namen. Weil was zum Geier ist eine Dominatorin? Was ein Domina ist, ist mir klar. Aber eine Torin ist eigentlich eine Lehrerin, oder nicht? Oder hat es irgendwas mit Science Fiction zu tun? Was natürlich auch Sinn machen würde wegen Sturmfusion. Dann haben wir noch die Magma Tano. Die ist eigentlich auch nice. Aber ich mag ja diese animierten Kram nicht. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich ja kein Freund von. Wenn die nur ganz normal Stillstand wäre, wäre es okay. Aber so finde ich es echt komisch. Ja, so ist er total übertrieben. Das Boot, nee. Nee. Nein. Also bei der Links geht's noch bei der normalen Waffe. Aber da ist auch schon zu viel Rot in meinen Augen. Hier geht's wieder. Ja, das ist schon zu viel. Das ist auch okay. Ja, das hier ist natürlich übertrieben hoch 8. So, das war's schon wieder mit dem Shop. Haben wir irgendwas Neues? Weil, wie gesagt, ich war ja gestern nicht da. So, aber es scheint nichts Neues zu geben. Was habe ich im Spind Neues? Schon was verpasst? So, Aufgaben haben wir auch noch keine neuen. Kommen erst wieder wie gehabt am Donnerstag. So, dann würde ich sagen, war's das auch schon mit dem Shop. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, kostet euch nichts, ihr wisst es ja. Und in dem Sinne sage ich mal, gebt nicht so viel Geld aus und haut rein.